Hallo bei Aromil.com. Ich möchte mit euch heute Schweinefilet in einer Senfsoße zubereiten. Und dafür brauchen wir frischen Schweinelungenbraten. Wir brauchen Speck oder Schinken, Zwiebel, Öl, Knoblauch, Estragonsenf und scharfen Senf, Salz, Pfeffer, Chilipulver, Essig, etwas Wasser, etwas Mehl zum Wenden. Und zum Aufmontieren der Soße Obers. Die Zwiebel beginnt nun Farbe zu nehmen. Und ich werde den Senf dazugeben. Etwas Estragonsenf und etwas scharfen Senf. Dann mit Wasser ablöschen. Ein bisschen Chili. Gebe ich jetzt noch dazu und Salz und werde es jetzt ganz langsam köcheln lassen. Das wird dann meine Basis für die Senfsauce. Ich bereite jetzt mein Schweinefilet vor und dafür habe ich mir Schinken. Wer es ein bisschen deftiger möchte, kann natürlich auch Speck verwenden. Etwas Fetteres aufgelegt, passend zum Fleisch. Dann gebe ich etwas Petersilie dazu, lege mein Fleischstück darauf und rolle es gut fest. Ich habe in der Zwischenzeit Olivenöl mit etwas Butter in der Pfanne erhitzt und lege jetzt mein Fleischstück mit der Nahtseite nach unten in das Fett. Unsere Lungenbraten habe ich jetzt auf allen Seiten ganz langsam angebraten und ich werde jetzt die Soße fertig machen. Da in dem Bratenrückstand, die Lungenbraten hebe ich heraus, werde sie schön in Tranchen aufschneiden und dann in die fertige Soße einlegen. Den Bratenrückstand habe ich jetzt mit etwas Mehl gestaubt. Die Soßenbasis habe ich mit dem Pürierstab püriert und sähe jetzt die groben Rückstände des Zwiebels ab. Ich werde sie noch mit Senf und etwas gepressten Knoblauch abschmecken und lege da meine Fleischtranchen hinein. Ich schneide mein Schweinefilet auf. Es ist innen noch ganz zart rosa. Und das lege ich jetzt noch kurz in meine Soße und lasse es mitziehen. Das Schweinefleisch serviere ich jetzt auf einem gewärmten Teller und überziehe es noch mit der Senfsoße. Und dazu gibt es noch etwas gebratenes Gemüse der Saison. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung für dieses herrliche Schweinefleischgericht gibt es wie immer unter www.euromil.com. Schweinefilet in Senfsoße.